2021er Riesling vom Kalksteinfels, VDP Ortswein vom Weingut Philipp Kuhn. Wenn ihr Lust habt auf Kalkstein oder Kalkstein euer Favorite ist, was die Bodenformation angeht, das hier ist wirklich Kalkstein at its best. Ihr solltet diesen Wein aufmachen, wenn ihr jemanden beeindrucken wollt. So, vielleicht so fürs dritte Date oder wenn der Schwiegerpapa vorbeikommt. Und natürlich könnt ihr diesen Wein solo trinken, aber ich würde persönlich im Pairing mit ganz großem mit Fisch auffahren. Hi, mein Name ist Tobias Gennis und ich bin euer Winesplainer. Ich bin sozusagen der digitale Sommelier, der dich an die Hand nimmt und durch und mit diesem Wein führt, den du gerade vor dir stehen hast. Und wenn euch der Wein im Glas so gut gefällt, dass ihr gar nicht genug davon bekommt, dann schaut einfach mal hier unten. Da findet ihr einen Link, wo ihr den Wein nachbestellen könnt. Also da würde ich, glaube ich, wirklich groß auffahren. Also irgendwie ein Stück Kabeljau nehmen und da eine schöne Kräuterkruste drauf machen und dann irgendwie vielleicht dann auf die Kräuterkruste nochmal so Schalotten im Fett ausbacken, also frittieren und dann so als Spiralen oben drauf setzen. Ein Hollandaise Espuma oder so daneben spritzen und also wirklich richtig groß auffahren. Ne? Der funktioniert super mit Fisch und auch gerade eben mit weißem Fisch und so mit einer Hollandaise, so der hat diese burgundische Größe und Eleganz, könnte man schon fast sagen. Und obwohl wir hier in der Pfalz sind und obwohl wir über Riesling reden, da ist dann eben auch klar, so die Säure, die der hat, diese ganzen verschiedenen Zitrusaromen, die funktionieren natürlich super mit einmal der Hollandaise und dann auch mit dem Fisch. Diese Frucht funktioniert prima mit den Kräutern, die kann eben auch mit der Würze von Schalotten umgehen. Ja, vielleicht auch mit einer gewissen Schärfe, also wenn man eine Hollandaise nimmt und dann vielleicht einfach ein bisschen Chili noch mit reingibt, dass da noch so eine leichte Schärfe noch mit dazu kommt, da kann der natürlich, glaube ich, auch sehr, sehr gut mit umgehen, weil er auch einfach eine Frucht mitbringt, wenn er ein bisschen Luft kriegt. Also deswegen auch mein Tipp, egal was ihr dazu zu essen macht, so nehmt auf jeden Fall große Gläser. Ich habe jetzt hier ein Bordeaux-Glas genommen. Da würde ich, glaube ich, auch favorieren, weil auch dann eben die Säure schön rüberkommt. Ich würde ihn echt karaffieren. Der braucht Luft. Genau. Wir haben hier ein mittleres Gelb. So eine rauchige Note. Spontinase von der Spontangärung. Da kommt so was Kühles. Limette. So ein bisschen was, was an Honig erinnert. Verschiedene andere zitrische Noten. Also was hier auffällt, ist ganz klar die Textur als erstes. Der hat so ein sehr volles, textuiertes Mundgefühl. Es ist eine Saftigkeit, es ist eine cremige Textur, aber es hat wahnsinnig viel Tiefgang. Sehr große Ernsthaftigkeit. Begleitet wird das Ganze von diversen Aromen, die wir von Zitrusfrüchten kennen. Ja, und jetzt kommt so richtig so ein spitzes Ding gerade bei mir, so eine Grapefruit-Note. Gemischt mit sehr frischem Pfirsich. Der Pfirsich kommt vom Riesling und dieses Zitrische, dieses Frische in Kombination mit dieser cremigen, seidigen Textur. Das ist der Kalkstein. Ich finde es sehr beeindruckend. Wir reden hier über einen Ortswein. Und der Pfirsich, den wir am Gaumen haben, der ist jetzt auch in der Nase riechbar und am Mund halt einfach dieses sehr seidige, sehr burgundische Mundgefühl. Komplett mit der Hand gelesen und dann mindestens 12 Stunden auf der Maische belassen. Danach spontan vergoren und nach der Gärung auf der Vollhefe im Edelstahltank belassen. Das heißt, die Frucht, die wir nach einer Zeit finden, ist natürlich auf diese Edelstahlgärung zurückzuführen. Weil im Edelstahl ohne Sauerstoffkontakt, also komplett verschlossen, nur der Sauerstoff, der im Tank da ist, das befördert natürlich auch die Primärfrucht im Wein. Der Wein kommt aus der Pfalz, aus dem Mittelharz, aus Laumersheim, ist ein Ortswein aus mehreren Parzellen aus den großen Gewächslagen Kirschgarten und Steinbuckel, die ja auch für ihre großen Rieslinge bekannt sind. Somit haben wir hier eigentlich quasi so ein klitzekleines, großes Gewächs im Glas, was ein Teaser ist für die großen Lagen von Philipp Kuhn.
Das ist natürlich auch immer das Spannende im Ortsweinbereich. Deswegen auch mein Tipp an dieser Stelle an euch: Trinkt mehr Ortsweine. Ortsweine können sehr oft sehr, sehr toll sein und Preis-Leistung ist nicht zu toppen. Das Weingut Philipp Kuhn ist ein Familienbetrieb, der in dritter Generation geführt wird von Philipp Kuhn, der das Weingut im Alter von 20 Jahren 1992 übernommen hat, also jetzt mittlerweile schon seinen 30. Jahrgang gemacht hat. Das Weingut hat ein Portfolio von 40 Weinen, baut Weine auf 49 Hektar Rebfläche an und produziert im Jahr roundabout 250.000 Flaschen. Hat einen riesigen Rebsortenspiegel. Die wichtigsten Rebsorten sind Pinot Noir und Riesling. Darüber hinaus finden wir sämtliche Burgunder-Rebsorten, also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc, aber eben auch neben Cabernet Franc so Exoten wie Viognier und Sangiovese auch. Also eine Rebsorte, die wir eigentlich aus der Toskana kennen. Das Weingut verfügt über diverse erste und große Lagen in und um Laumersheim, Hallstatt und so weiter und so fort. Ist tief in der Pfalz verwurzelt. Neben den Exoten solltet ihr auf jeden Fall die Pinots und die Rieslinge trinken. Die sind Aushängeschilder des Weinguts. Gerade Pinot Noir aus dem Kirschgarten oder Riesling aus dem Steinbuckel macht super viel Spaß.